Hallo meine Lieben zu einem neuen Vlog. Und zwar geht es heute nach Dänemark mit einer ganz lieben Truppe, die ihr später noch sehen werdet. Und ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Hier seht ihr schon einen Teil meines Gepäcks. Bettzeug, Klamotten, Kameratasche natürlich und Proviant für die Fahrt. So meine Lieben, und schon bin ich auf dem Weg, wenn auch wie immer etwas verspätet, aber das kennen eigentlich alle schon. Und los geht's! Wie ihr sehen könnt, erstmal Ikea, was essen, kurzer Zwischenstopp in Hamburg. Jetzt wird erstmal lecker Köttbullar und was zum Nachtisch. Guten Appetit! Die Holly hat's angekündigt. So, ich bin jetzt hier mit meinen lieben Freunden und wir. Und ja, wir sind schon plötzlich am Trinken und quatschen ein bisschen und lassen. Du bist am Trinken, kein anderer Mensch trinkt. Ja, oh, genau! Jetzt sind wir Tschüss! Guten Morgen, meine Lieben! Ja, wir haben schon lecker gefrühstückt und sind jetzt auf dem Weg in irgendeine Stadt. Ich weiß leider nicht genau wohin. Und ja, man sieht leider nicht so viel von meinem Outfit. Auf jeden Fall rosa. Wenn ich draußen bin, zeige ich euch mehr. Und ja, wir nehmen euch natürlich wieder mit. So, wir sind jetzt gerade in Holstebrook angekommen und es ist schnuckelig und windig. Ja, und wir laufen jetzt mal rum und schauen, was hier so abgeht. Aber auf jeden Fall scheint die Sonne. Das sieht so verrückt aus. Was ist das? Jetzt sind wir einkaufen und ja, unsere Ausbeute. Dieser Einkaufskorb ist so groß, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist so übertrieben. Und ja, mein Make-up von der Nase ist weg. Ah, toll.
So, guten Morgen, meine Lieben. Ich melde mich jetzt auch mal da. Wir haben heute schon Sport hinter uns. Wir haben vorne trainiert erst und dann sind wir ins Wasser gegangen. Dazu habe ich auch Bilder gepostet, könnt ihr alles bei meinen Social-Media-Seiten sehen. Und jetzt wird gerade Frühstück gemacht, es gibt Pancakes, macht die Fitness-Fetti. Und willst du auch was dazu sagen? Es gibt Pancakes! Yeah. Lecker, mit Apfel und ohne Apfel. Genau, und ein paar spielen gerade schon da. Ja. Natürlich wird hier auch gedreht und zwar sieht so ein Set aus. Das könnt ihr natürlich alle auf unseren Webseiten sehen. Ja, einfach mal die Mädels googeln, dann findet ihr das auch. Und ja, wie man sieht, Babyöl, Spielzeug. Auf jeden Fall hat's Bock gemacht. Man sieht, es stürmt und es ist kalt und ja, aber wir haben es geschafft. Wir werden jetzt weiterfahren. Wir machen nämlich heute einen kleinen Roundtrip durch, nicht komplett Dänemark, aber hier, was so in der Nähe ist. Und ja, wir freuen uns. Meine Lieben, wir sind jetzt extra zu den Fischhallen hier gefahren, um uns frischen Fisch zu besorgen. Aber leider hat das zu, deswegen müssen wir jetzt zu einem anderen fahren. Aber hier sieht man all die Kutter vor mir. Das ist alles aus Muscheln gemacht, die hier dran geklebt wurden. An dem ganzen Haus. Crazy. Voll kitschig. So, der scheint aufzuhaben. Juhu! Unseren Fisch besorgt und weil ich jetzt so einen Hunger hatte, habe ich mir jetzt einen Fischburger gekauft und den werde ich jetzt essen. Gerne ab bei den Fischen. Sehr geil. Und ne, du weißt, ne? Ich habe schon viel Fisch durch. Zwiebeln, wir haben Zwiebeln. So, meine Lieben, es ist jetzt schon etwas her. Die Holly musste leider fahren, schon vorher. Und wir warten gerade aufs Abendessen. Wir haben heute einen kompletten Pool- und Whirlpool-Tag gemacht. Wir haben heute nur entspannt, deswegen gab es gar nichts zu filmen. Aber gleich gibt es auf jeden Fall Essen. Yummy. So, jetzt hatten wir heute einen ganz großen Drehtag und wir sind gerade alle noch im Billardraum am Warten, bis noch eine Szene zu Ende geht. Und haben ja auch lecker Getränke. Da sieht man meinen Becher. Nennt sich, darf man das nennen? Bastard. Und hier, ne? Puffbrause. Genau.
Und wir haben heute auch ein Fotoshooting gemacht. Da blende ich euch jetzt auch mal ein paar Bilder ein. Die besten Bilder seht ihr jetzt gerade. Und ihr könnt natürlich noch mehr Bilder auf meinen Social-Media-Seiten sehen. Das ist alles unten in der Infobox. Checkt es einfach mal aus von mir und meinen Freunden. Und wie man im Hintergrund hört, wird gerade auch noch fleißig Billard gespielt. Ja, jetzt warten wir erstmal und gleich gibt's Essen. So, meine Lieben, so schnell geht Dänemark schon um. Es war eine tolle Zeit mit tollen Leuten. Ich bin jetzt schon wieder im Auto mit einem vollgepackten Auto. So. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch ein bisschen gefallen. Jetzt konntet ihr mal ein bisschen Urlaub sehen, aber trotzdem natürlich auch Produktion. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr schon mal in Dänemark wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.